So, nach einer sehr aufreibenden Runde 1 sieht es doch nach einer doch soliden Hand aus, würde ich sagen. Komplett broken. Bisschen schade ist, dass der Henchwalker dem Preserver keine Marken geben kann. Aber nun ja, irgendwas ist ja immer. Witzig wäre, einen zweiten reinzuflashen und eine Marke zu geben. Revenge of the Ravens ist ein bisschen interessant, ne? Weil irgendwann ist ja der Gegner dazu animiert, gar nicht mehr anzugreifen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir sowas wirklich spielen müssen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man beim Deckbau vielleicht ein bisschen besser darauf achten muss, bei solchen Decks mehr Möglichkeiten zu haben, die Karte auszunutzen. Interessant, oder? Weil unser Deck ist gerade im Moment nicht besonders gut darin, super viel Late Game zu erzeugen. Was vielleicht das Problem ist. Wenn wir hier beide mitnehmen können, machen wir das. Können wir noch ein Ei legen? Den würde ich gern aufheben. Ein paar mehr Marken auf unseren Preserver legen. Alright. Unser Gegner hat andere Pläne. Ja, wir ziehen hier ein paar Karten. Neid ist interessant. Ansonsten versuchen wir einfach nur, wahrscheinlich jetzt mit unserem Deafness Knight eine Menge Value rauszuschlagen. Ich sehe uns nicht sterben in nächster Zeit. Und dann, wenn wir unseren Gegner niedrig genug kriegen, kann auch nichts mehr angreifen. Der ist problematisch. Sehr problematisch. Also, whenever another creature dies, each opponent. Wenn wir jetzt mit dem Walker angreifen, wird unser Gegner doppelt blocken? Ich würde gern nicht den Appetite dafür benutzen, aber ich will auch gern Schaden machen. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wie wahrscheinlich das ist. Unser Gegner hat letzte Runde nicht gedoppelt blockt. Aber ist das der Grund, damit er 2 Damage macht? Ich glaube,
glaube nicht unbedingt. Die Witch ist auch noch ziemlich was wert. Ich gehe mal hier aus, davon aus, dass unser Gegner nicht doppelblockt. Lohnt es sich hier nur, die Witch loszuwerden? Ich glaube ja. Zählt er noch für alle. Holy fuck. Ist alles kompliziert. Wenn unser Gegner jetzt Removal hat, wir könnten den legen und zwei Marken drauflegen. Dann haben wir einen 4-4er, der aber niemals blocken will, und 3-3er, der nicht blocken kann. Wir könnten den Deathless Knight legen. Der kann immerhin blocken. Und legen eine Marke auf den. Wenn unser Deathless Knight dann stirbt. Ja, I guess that's fair. Nicht angreifen. Ja. Im Endeffekt ist es auch nicht so schlecht, dass sie weg ist. Also nicht, dass ich es bevorzuge, aber die könnte auf Dauer schon eine Menge Trouble machen, zusammen mit Konrad und Grimm. Vielleicht ist es sogar ganz gut. Also, die drei Schaden zu machen ist auf jeden Fall gut. Die Frage ist, wie gut ist es, die beiden zu tauschen? Und ich glaube, der Outcome ist nicht super schlecht. Es ist relativ klar, dass ich das nicht ausgeben will. Aber für den Fall, dass unser Gegner nicht blockt, ist es sehr gut. Für den Fall, dass unser Gegner blockt, ist es wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Das heißt, on average müsste man überlegen, wie häufig unser Gegner blockt. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein paar Situationen, wo das nicht passiert. Von 15 auf 12 ist es auch nicht so unendlich dramatisch. Zumal unser Gegner ja nicht weiß, dass wir relativ viel defensive Sachen haben. Es kann auch gut sein, dass unser Gegner blockt, weil kein Removal da ist. Das heißt, er weiß, dass irgendwann der Wolf zum Problem wird und er deswegen nicht so viel Schaden nehmen darf. Kann sein. Da ist noch so eine Witch. Nein. Okay. Das ist eigentlich ganz angenehm. Doch, der kostet grün. Können jetzt den mit dem Deathless Knight angreifen. Dann blockt wahrscheinlich der. Dann können wir plus 2 bis 2 geben, aber dann haben wir nichts mehr zu tun, es sei denn, wir opfern das Ei für Mana, was wir auf jeden Fall nicht machen wollen. Kriegt das Trample? Nö. Das heißt, wir würden praktisch den Teil. Na. Wir könnten auch einfach so tauschen. Dann verlieren wir wieder 2. Ich glaube, wir machen einfach nichts. Und legen nur den Walker. Wir können auch den Walker legen, den 5-5 machen und angreifen. Dann tauscht der Wolf gegen den Konrad. Ist das ein Tausch, den wir machen wollen? Not sure. Wenn wir den 8-8 machen. Unser Gegner kann halt auch den
Appetite Pump haben. Das wäre schon nervig. Achso, aber dann können wir den Pump machen. Das heißt, die beiden tauschen. Ja, yeah, I guess. Alright. Aber dann müssen wir das Ei opfern. Oder müssten wir das Ei opfern? Klingt nicht nach dem, was wir machen wollen. Nee. Okay, das heißt, wir machen den einfach nur so groß. Schwierig alles hier. Oh nein, der ist 77. Bringen wir den Infinite Blocker am Start mit dem Deathless Knight. Wow, das wird wieder ein langes Spiel. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ich sehe auch noch nicht so ganz, wie das enden soll. Also ich vermute mal, unser Preserver wird irgendwann infinite groß. Wir müssen irgendwie Konrad wegfighten. Ansonsten haben wir ein Problem. Wir können jetzt den Giant doppelblocken. Ja, ich glaube, das müssen wir tun. Und dann, wenn unser Gegner angreift, kriegen wir den Deafness Knight wieder oder wir können ihn mit dem Ei wiederholen. Theoretisch kann der Deafness Knight halt immer angreifen, wenn der 7-7er nicht da ist. Wir bräuchten halt nur ein bisschen Mana, um das wirklich auszubenutzen. Unser Gegner hat noch 5 Handkarten, alright. Okay, unser Gegner sagt, er will nicht angreifen. Habe ich an sich nichts dagegen. Wir bauen hier unsere Defensive weiter aus. Ja. Wir müssen irgendwie schaffen, dass unser Preserver angreifen kann. Oh, okay. Actually, ja, ich glaube, das ist okay. Actually, keine Ahnung. Vielleicht sollte man lieber den nehmen. Den als Target zu nehmen, war vielleicht doch ziemlich dämlich. So verschwenden wir zwar einen Damage, wenn wir angreifen. Okay, das ist ein guter Outcome, wenn mein Gegner aktiviert.
Das Problem hätten wir gelöst. Wir haben ein neues Problem. Na gut. Da müssen wir halt angreifen. Wir können zwei Marken drauflegen. Dann ist der 8-8. Dann muss der gedoppelblockt werden. Dann können wir wieder plus 2 bis 2 machen. Okay. Alternativ können wir eine Marke darauf legen. Dann wären alle letal mit unserem Pumpspell. Aber ich glaube, wir wollen es lieber so machen. Können die beiden angreifen? Dann blockt der so. Wollen wir das? Ich glaube, das ist fair. Das sind auch 13 Leben, wenn alle drei blocken. Und 13 sind genau das. Alright. Pace Cost. Death Touch. Okay. Oh Gott. Right. Weniger angenehm. Und das ist auch noch eine Menge Leben. Fantastisch. Können den angreifen lassen. Dann müssen wir unseren Food opfern. Um den zu zerstören. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall Druck machen. Wenn die doppelblocken, dann töten wir nur die Witch. Plus 2 bis 2 können wir auch haben.
Deswegen muss Sagina aufpassen, dass hier nicht. Oh, ist das auch plus 5 plus 5? Wack. Okay. Du sagst also, Leben wird es nicht mehr machen. Ich habe auch ehrlich nicht so die Ahnung, wie wir da noch rauskommen. Wir müssen erstmal das andere Outmuscle ziehen. Ach so, und wir müssen diese Witch handeln. Ja, okay. Die Revenge of the Ravens haben es nicht so gebracht. Außer dass wir praktisch nicht angegriffen wurden. Vielleicht müssen wir die rausborden. Ich kann sehen, wie man eins rausbordet. Das zweite ist irgendwie immer so ein bisschen. Unser Gegner hat deutlich Möglichkeiten zu gewinnen ohne. Ohne anzugreifen. Okay, das heißt, wir wollen das hier. Das finde ich gut. Destroy Artifact. Flying. Wir haben kein Knight. Und die Witch. Und Forever Young. Okay. Das heißt, wir nehmen die beiden raus. Und wollen die drei. Und wollen dafür nicht. I guess diese Wall kann ich sehen. Alright. Alright. Wow. No. Oh, I guess. I guess, I guess. So. Was wollen wir denn nicht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich das. Das wegzulegen würde wehtun, oder? Aber das auch? Ne, ich glaube, wir können den weglegen. Praktisch alles macht Counters. Ja, I agree. So. Weg damit. Und wir werden noch nicht den Tracker legen, weil der Tracker zwei Marken Turn 3 legen kann. Okay, das ist nochmal eine Ansage.
glaube, hier legen wir auch den Hedgewalker. Der legt zwar keine Marken, aber den Druck können wir aufrechterhalten. Dann können wir danach ein bisschen rumchillen, indem wir ein paar Karten ziehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unser Gegner Death Touch geben will oder pumpen. Das heißt, wir könnten nur mit dem Walker angreifen. Ich habe auch nichts dagegen, einfach nichts zu tun. Wir könnten den fighten. Wenn unser Gegner einen plus 2 bis 2 gibt, ist er tot. Jetzt fighten gegen Bacon the Pie wäre halt disastrous. Insofern bin ich da etwas dagegen. Und so können wir den Hedgewalker Angriff machen. Wenn unser Gegner Pumpspell hat, tauscht das so oder so. I guess. Der kann auch angreifen. Fair. Okay. Ja, yeah, alright. Beste Outcome so far. Hoffen wir mal so ein bisschen, dass unser Gegner jetzt keinen 7-7er macht. Okay. Das ist kein 7-7er. Nö, gibt nichts, was wir ziehen wollen. I mean, technically, irgendwann ist es ein 7-7er. Fair enough. Jetzt will er den umkämpfen. Okay. Ja. Der kann nur Permanent suchen. Deswegen kann man da keinen Trick. Oh, der kann aber den plus 2 bis 2 Mann finden. Ja. I see. Ja, hätte man natürlich benutzen können für die Adventure-Karte. Sollen. Müssen. Kommen jetzt 3 Wölfe. 5-5. Okay. Gibt schlimmere Sachen.
Walker. Und den legen wir einfach auch, oder? Gibt irgendwie keinen Grund, den nicht zu legen. Der könnte nächste Runde vielleicht angreifen. Wir sind wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich ganz gut angefangen haben. Und dann unser Gegner größere Sachen legt. Wie zum Beispiel ein 7-7er. Ja. Viele Möglichkeiten haben wir nicht. Außer uns anzugucken. Eine Witch. Alright. Let's do that. Gut, dass sie natürlich kommt, während wir all unsere Sachen benutzt haben. Hoffentlich stirbt sie nicht. Können ja noch eine Menge Jump blocken. Den zwar nicht so gut, aber immerhin diesen Riesen. Achso, unser Gegner hat auch eine Menge Food. Ugh. Okay. Wir haben 8 Mana. Es wäre schon irgendwie geil, diese Witch wegzukämpfen, oder? Hoffentlich funktioniert das irgendwie. Dann können wir zumindest noch ein bisschen Schaden machen und diese Food-Sachen ausgleichen. Können wir blocken, den zerstören, nächste Runde. Okay. Ich vermute mal, wenn wir das Spiel gewinnen, schafft unser Gegner kein drittes mehr. Unser Gegner sollte wahrscheinlich ein paar Food-Sachen opfern hier, ja. Und ist auf 8. Der macht 3, ne? Okay. Das heißt, nehmen wir mal an, wir nehmen, gehen auf 12, können den letzten Blocker wegmachen. Oh, what is this? Achso. Okay. Das ist nicht gut. Karl ist stark, gerade in solchen Matchups.
Jetzt, ja, wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt für unser langsames Deck. Lohnt es sich zu blocken? Wir gehen dann auf. Ja, ich glaube, wir müssen hier blocken. Die Witch macht eine Menge Schaden. Unser Gegner ist auf jeden Fall sehr genüsslich. Interesting. Interesting. Greifen wir mal an. Ich vermute mal, der wird getoastet. Right. Dann können wir noch einlegen. 8 Mana. Und den Giant kaputt machen. Okay. Der Giant verliert 7, geht auf 2. Das heißt, unser Gegner darf kein Land legen. Dann kriegen wir den Giant weg. Put two counters. Sure. Gehen wir auf 3. Naja, viel Chance haben wir nicht. Wait. Okay, ich glaube, wir haben eine Möglichkeit. Ach ne. Ach, unser Gegner hat noch diese Witch, ne? Und kann immer noch ein Food-Token opfern. Ah, okay. Sonst hätten wir so blocken können. Hätten 10 genommen. Hätten für 3 gedraint. Und dann mit einem der Pump-Spells hätten wir gewinnen können. Weil wir End of Turn. Also weil wir dann was wegmachen. Aber. So. Weil dann kann Gegner unsere die Witch legen und noch ein Food opfern und so viel Leben haben. So können wir zwar den Dicken abräumen, kriegen dann aber 10, gehen auf 3 und dann kommt die Witch. Ja, I guess wir gehen nicht auf 3, okay. Okay. Sind wir auf 1.
fantastisch. Auch fantastisch. Wir können unsere Gegner auf 5 bringen. Das heißt, unser Gegner müsste blocken. Wenn wir diesen Pumpspell hätten. Ja. Wenn wir jetzt plus 5 plus 5 hätten, wären wir durch, ja? Geh auf 5. Blocken den. Sterben an der Witch. Den können wir sowieso nicht blocken. Alright. Ja. GG.